versuche in der Zeit, ich nehme an, hier sind Fackeln, oder? Der Raum ist hier irgendwie erleuchtet, richtig? Kerzen. Ich nehme dann Kerzen und hier lagen doch irgendwelche Thesen, richtig? Da lagen eine ganze Menge Thesen, Bücher. Ja, ich zünd die alle an. Und unschätzbar wertvolle Bücher. Also die Magier könnten hier mit einer freien Minute und wenn sie wüssten, dass diese Bücher, naja, also es geht gerade alles in Feuer und Rauch auf, und Dampf ein Torgasch bisschen grinst schwarz. etwas unheimlich und scheint sich so fröhlich zu sein, wie ihn selten gesehen habt. So ein bisschen Wahnsinn glitzert in Brennt, deinen Augen. Magie, brennt! Ich finde das auch gut. Wenn die Feinde weniger Wissen haben, ist immer gut. Kriegen wir das Ding irgendwann auf? Ja, jetzt gib mir nochmal eine einfache Athletikprobe, Schwert um 2. Kann ich mir so einen Kraftakt die Behinderung sparen oder gilt die trotzdem? Das gilt trotzdem, klar. Das ist wunderbar gelungen. Ja, und während du gerade die Stellen, die Iolaus weggerostet hat, in der Hand hältst, rausgerissen hast mit aller Brutalität und jetzt in die Ecke schleuderst, vielleicht nochmal Abel mir entgegenschleuderst, damit er damit die Barrikade verstärken kann, könnt ihr erkennen, wie die Tür aus der Verankerung geht, nach außen aufklappt und ja, sich so wegbewegt, dass ihr auf einen Schildwall, der ihr halt gerade blicken könnt. Armbrüste sind wohl auch angelegt, lugen da irgendwo über die Schilde rüber. Ihr solltet Das kann man nicht sehen. aufgeben! Hier ist Schwaden, Nebelschwaden. Okay, gut. Ihr solltet aufgeben! Die Stimme. Niemals! Tun! Er Wir geben zerbreche ich auf! euren Stab! Die Stimme könnt ihr erkennen. Ein bisschen älter. Handelt sich dabei Udalbert? um Udalbert. Im Namen des Kaisers, gebt auf! Hier kommt ihr nicht raus. Ja, machen wir. Wir müssen das Feuer löschen. Ruft Ömer und ja, winkt Jalan Richtung zu dem Fenster oder dass sie ihm Platz macht zum Fenster. Ich nehme mir vorher die, keine Ahnung, 4 Aktionen oder was es dauert und ziehe mein Kettenhemd raus und schmeiße es in den Raum. Das mache ich auch. Das klingt nicht vernünftig. Das über den Kopf ziehen wird nicht lange dauern. Und dann schaue ich mal aus dem Fenster. Ja. Klettern. Ich würde ich die Erschwernis einschätzen. Ja, also Moment, Steuerung F, schaust dir hier an. Hier steigt ihr gerade raus, das heißt, du rutschst jetzt oder würdest dann rutschen über diese Kuppel aus der Halle des Throns, würdest du hinunterrutschen. Das ist nicht wirklich, naja, wirklich festhalten kann man sich nicht, das ist irgendwie rund, bis dann hier unten irgendwelche Stacheln und Sporen sind und dann geht's hier ziemlich tief bis auf die Felsen und den Üsli-See. Könnte ich nach oben klettern? Nach oben könntest du klettern. Da unten kannst du wahrscheinlich auch klettern. Nach unten, aber das ist massiv erschwert. Weil, wie gesagt, glatte Fläche, sie ist zwar nicht senkrecht, aber sie ist glatt. Nach oben Ich kannst du sag dann. klettern, das ist nur eine Klettern plus 2. Gut, ich sag dann zu dem, der neben mir steht, relativ leise: Wir gehen nach oben, sag's weiter. Gib mir Und ein, wir halten such Gas. jemand ein Seil. Such jemand ein Seil, dann kletter ich hoch und ihr habt ein Seil dann. Wir haben keine Zeit! Also, sucht! Und dann kletter ich schon mal. Ich nehme mein Schwert natürlich mit. Aha. Ich habe hier ganz zu so Glosen sehen, ein mächtiger Kristall, der hier in den Palast eingelassen ist, der rote Blitze in den knisternden Himmel schießt und eine weitere Flammenlanze aus dem Agrimoteum, die ebenso in den Himmel stiebt. Astrale Kraft, die hier transformiert wird für Galottas Zaubereien. Tyrion, kannst ist dein Stab nicht weißes ein... Auge pulsiert. Ich hatte in Zustand hoffentlich auch meine Rüstung ausgezogen, diese Eisenrüstung. Und hab sie hinter in den Tisch fallen lassen und renn jetzt auch in Richtung von diesem offenen Fenster, weil jetzt Tyrion, ist dein Stab nicht ein Seil? Ja, beim Laufen würde ich mir das Seil um meine Hüfte oder wie auch immer, um meinen Oberkörper ziehen und wieder in einen Stab zurückwandeln. Beziehungsweise Bräuchern. Nee, lass, ich nehme bloß vom Körper sozusagen, aber hab's in der losen Hand. Als Genau, Spinne. klettert dann ein Seil. Jalan dringend daher. Okay. Währenddessen kann Abel mir erkennen, wie wohl gerade durch die Türen durchlaufen ein paar chaotische Rauchwolken, die kleine Ärmchen und Beinchen ausgeformt haben. Der Kopf brennt, als ob das die Haare darstellen sollen. Es sind schwarze Flammen, die jetzt hier ja, auf diesem kleinen Männchen herumtanzen. Und dieses rennt in den Rauchwolken umher. Du kannst noch zwei, drei weitere erkennen, die jetzt in Richtung der Bücher laufen und langsam jetzt diese Flammen von Torgosch fressen. Versuchen, Bücher zu löschen. Kleine Beeilt euch, beeilt euch! Los, 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 raus, raus, raus!
Ja, ja, ich greife natürlich auch nochmal auf, wenn er das Besten hinter mir hochkommt. Jemand hat auf jeden Fall seine Handschuhe noch eben schnell angezogen, bevor der hochgeklettert ist. Sicher ist sicher. Jetzt gut, dass wir alle Handschuhe hatten. Mhm. Ja. Wenn das keiner vorbringt, würde ich auch klettern. Plus zwei, wie gesagt. Ja, ich kletter dann auch als letzter, mach mir noch mein Speer mit meinem Lederding um den Nacken. Und sehe Abelmir fallen. Das ist die Zeit für ein Chip. Abelmir hat keinen Chip mehr, den hat er verbrannt. Möchte ihm jemand einen abgeben? Abelmir bekommt 2W6 SP und kann weiter klettern. Oh, okay. Was sind das, die bösen dämonischen Wände, die ihm jetzt schaden? Ist das eine Wunde? 9 SP? Nein, ich habe eine Wundschwelle von... Seid ihr gleich? 9 vermutlich, wenn du eisern bist. 9, genau 9 okay. Habe ich. Ja, du merkst, wie du wohl richtig widerliche, rostigen Splitter dir reingeratscht hast. Irgendein Draht, der hier raushing, irgendein Metalldorn, der sich dann in dein Fleisch gebohrt hat, richtig schön an deiner Leber vorbei. Du kannst ihn nochmal rausziehen und kletterst blutend weiter. Die nächsten Kletternproben. Kann ich mir so leichter mit dem Seil? Das ist ein magisches Seil, das sich um... Das magische Seil, ja, okay. Also ich hätte euch jetzt nicht zugestanden, dass ihr in diesem Rauch und in dem Chaos ein Seil nochmal sucht. Das ist, wenn ihr Zeit habt... Ja, genau, das wurde nicht gemacht. Da wurde gesagt, wir haben keine Zeit. Dann genau, also mit dem magischen Seil, ja, natürlich. Du hast deinen Stab bei dir. Genau. Das wird gelingen. Und auch Torgosch bekommt nochmal 2W6. Die er einfach verkraftet, biegt er nochmal irgend so ein kleiner Flammenteufel, der dann aus dem Fenster herausspringt und sich dann brennend schwarze Flammen an deinen Stiefel fesselt. Du merkst, wie dein Bein heiß wird, kannst ihn abschütteln und er stürzt dann in die Tiefe, während er weiter nach oben klettert. Eine von Iolaos, glaube ich, fehlt noch, ne? Nee, der hat schon. Ja, der hat geschafft. Einer fehlt noch. Nee, Jalan, immer Iolaos? Gut. Dann kann Jalan erkennen, wie wohl eines der Fenster über dir geöffnet wird. Du bist jetzt ziemlich weit geklettert. Also ein, zwei Stockwerke, bis dann das erste Fenster sich vor dir öffnet und dir eine Hand, eine Plattpanzerhandschuh, dir entgegengestreckt wird. Ich frag nicht, ich nehme die einfach. Du wirst nach oben gezogen, ein starker, ziemlich starker Griff, der dich nach oben sicher in einen Raum buxiert und du erstmal ein bisschen Luft schnappen kannst. Während du nochmal vielleicht nach unten gesehen hast, mit sorgenvollem Blick zu deinen Kameraden, weiteres schwarzes Feuer, was jetzt aus dem Rauch rauskommt und auch die Nächsten, die ankommen, immer ist der Zweite, auch dir wird eine starke Hand entgegengereicht. Jalan hat sie ergriffen. Er zieht mich daran. Lutisana von Perico. Kuschmasalt. Ja, auch die Hand wird gegriffen. Man hat nämlich jetzt gerade nicht mehr daran gedacht, dass es nicht Jalans Hand sein kann. Und man hat nämlich auch selber sozusagen sich immer umgeschaut, nach oben geschaut, nach unten geschaut, zu seinen Gefährten, gerade wenn die aufgeschrien haben, die beiden, also der Magier und der Zwerg. Greift einfach blind links die Hand, im besten Vertrauen, dass das unser Ritter Jalan ist. Und wuchtet sich dann sozusagen noch einmal hoch. Selbstbeherrschungsprobe, es ist nicht Jalan. Mal schauen, ob er Schreck loslässt. Aber gerade so. Die Augen weiten sich, Ömer hält den Atem an und schreit sich aus, die aber unterdrückt bekommt. Ja, richtig. Stehst du dann aber auch in einem kleinen Raum mit Teppich ausgelegt, ein paar Utensilien, die herumstehen, irgendeine Schreibstube, was auch immer sich hier oben befindet, noch eine weitere Person, während Lutisander dich erstmal hineinbuxiert, damit du nicht wieder direkt aus dem Fenster herausspringst, kannst du sehen, wie ein Zwerg jetzt an das Fenster herantritt und Iolaos die Hand gibt. Iolaos wird noch reingeholfen. Du siehst vor dir der kleine Zwerg von der Brücke. Kratosch. Hieß er so? Derjenige, der auf die Dunkelsteiner gewartet hat. Oh. Nach und nach werdet ihr alle in dieses kleine Fenster hineingezogen, während die Flammensäulen aus dem eingestürzten oder aus dem weggerosteten Fenster hinausbrechen. Die kleinen Flammendämonen sind größer geworden und versuchen jetzt ebenso nach oben zu klettern, was dann allerdings wohl auch mit einer kleinen, was auch immer das ist, irgendein Artefakt, was von Lutisana nach unten geworfen wird und diese dann weggesogen werden in dieses Artefakt hinein und dann verlöschen, während das Artefakt einmal auf der Oberfläche der Halle des Throns entlang klackert und dann irgendwann nach endlos langer Zeit in die Üsli-See stürzt. Ich nehme zuerst, sobald Iolaos oben ist, den eingewickelten Stab wieder an mich. Ich blicke dann nach ein, zwei Atemzügen mal Lutisana an. Kaschbasalt? Was?
Nein. Nein. Das ist kein Kaschbasalt. Ob ihr Kaschbasalt seid? Sehe ich aus wie ein Metall, verdammt. Egal, weiter. Wir müssen hier raus. Hier. Kaschbasalt ist ein Stein. Davon habe ich keine Ahnung. Sehe ich aus, als ob ich aus dem Kosch komme. Sehe ich aus, als ob ich ein Zwerg wäre. Sie guckten so ein bisschen entschuldigend zu Kratosch. Also gut, ich habe hier einen Geheimgang. Damit kommen wir direkt durch den Palast. Unter euch könnt ihr weitere Warnsignale, Fanfaren hören, die dann durch den Palast ertönen. Sie blickt auch noch einmal nach draußen. Mit den Gotongis kommen wir wahrscheinlich nicht weit. Die Gotongis werden kein Problem werden. Hoffe ich. Kommt erstmal hinein in den Fluchttunnel. Geheimgang, alle rein. Ich gebe Ömer ein Attackzeichen mit, halte ich hinten, passe auf unseren Rücken auf. Ömer nickt und fängt an, wenn das die anderen vielleicht einen dran vorbeilaufen, weil er letzte sein will, den Bogen aufzufädeln und nimmt einen Pfeil hinaus und legt ihn auf und ja, ist einfach schussbereit. Eine schiefe Wendeltreppe, die es nach unten geht. Ihr habt das Gefühl, dass es nur ein paar Stufen sind. 3, 4, 5 Stufen. Wie gesagt, das ist eine Wendeltreppe, die sich dann irgendwie, naja, im Kreis dreht, aber nachdem ihr nur ein paar Stufen, ein paar Treppen hinter euch gebracht habt, öffnet sie wohl eine weitere Geheimtür und ihr steht, das ist ganz woanders. Ihr hattet kurz das Gefühl, als ob ihr, vielleicht geht es ja auch wieder mit Magie zu. Ihr habt keine Ahnung, zumindest steht ihr jetzt in einem Spiegelkorridor. Aber sind wir vielleicht durch den Limbus gegangen? Hat man irgendwelche Anzeichen davon gehabt? Kurze Zeiten von Schwerelosigkeit bei einer Treppe, die man vielleicht übersteigt gefühlt oder so etwas? Es hat sich merkwürdig angefühlt. Wenn du jetzt nochmal drauf achtest, dir ist es vielleicht nicht klar, aber den Magiern so ein kurzes Zusammenziehen, krampfhaft von eurem Bauch, vielleicht hat euer Herz einen kurzen Moment ausgesetzt. Zumindest steht ihr dann in diesem Spiegelgang. Wie auch immer ihr hergekommen seid. Ganz woanders im Schloss. Also gut, einen kleinen Moment müssen wir hier verharren. Ihr gehört zu der KGA, oder? Zumindest ja, behaupten das alle im Palast. Ja. Herr Lotter weiß alles über euch. Es soll dort oben wohl so eine Art Prozess euch gemacht werden. Zumindest war das der Plan. Sie wollten euch holen, Udalbert, und er ist ein Verräter. Aber das sollte euch mittlerweile auch klar sein. Asmodeus hat die Intrige durchschaut, genauso wie Balfamor. Sie stecken alle unter einen... Ich weiß nicht, was da unten passiert ist. Zumindest haben sie irgendwen da oben, den sie richten, und sie wollen Rache. Rache an... Sie sagen irgendwas von Schnattermoor. Keine Ahnung, was das sein soll. Wir müssen hier raus. Und ich plane nicht, für meine eigene Hinrichtung hier zu sein. Wie habt ihr das Ganze geplant? Ich meine, ihr seid von der KGA. Ihr müsst doch wissen, wie... Ihr könnt doch einfach wissen, Wir haben eine Ausstiegsmöglichkeit am anderen Ende des Palastes. Wo müsst ihr hin? Wir wollten ursprünglich zum Aquädukt. Zum Aquädukt? Nein, bitte. Nein, am besten. Dass ihr wohl alle ruhig seid. Ich will jetzt verdammt nochmal eine Antwort von euch haben. Ich weiß, dass die KGA verschwiegen ist, aber wir müssen hier raus nochmal. Hier in diesem Spiegelkabinett gibt es keine Gotongis, aber irgendwas, das gibt es hier überall. Und sie werden uns finden, spätestens wenn wir den Schwarzen Palast oder dieses Spiegelkabinett verlassen, dann wimmelt es dort. Die Stadttore werden verschlossen, was glaubt ihr denn eigentlich? Gut, ich werde euch vertrauen. Könnt ihr uns jetzt hier rausbringen oder nicht? Ja. Wir haben eine Ausstiegsmöglichkeit am Aquädukt. Also gut, dann dahin. Los. Gefällt das nicht? Oh, mir gefällt das gar nicht. Mir gefällt hier gar nichts, aber... Ich habe wohl keine Wahl. Sind wir jetzt in diesem Spiegelkabinett, was ich bei meiner ersten Rundreise entdeckt habe? Genau, richtig. Irgendwo am Hero-Dienst-Tor, da musste sich dann dieses Spiegelkabinett befinden. Täusch und Zerspiegel, du hast auch teilweise das Gefühl, dass wenn du in diesen Spiegel hineinblickst, dass es mit dir spricht, auch du in deiner alten Irhalken-Kadisten-Uniform, obwohl du sie schon ausgezogen hast, wie es dich dann anblickt, unheimlich, unglaublich, skurios, wie euch dann hier eure eigenen Zerrbilder dann in Mustern anstarren, vielleicht noch euch greifen. Und dann steht ihr vor der Tür zum Aquädukt. Kurze Zwischenfrage. Ja. Als ich den Stab angefasst habe, hatte ich das Gefühl, ich kann kontrollieren, was ich sehe, oder war es einfach darauf hoffen, dass schon das richtige Mal rumkommt? Nein, du hattest überhaupt keine Kontrolle. Es hat dich erfasst und du wurdest einfach in einen Sog, in einen Strudel der Niederhöllen gerissen. Du hattest überhaupt keine Kontrolle. Ja gut, das machen wir nicht nochmal. Dann blicke ich um die Ecke. Wenn der Gang leer ist, geht's raus. Vielleicht sollten wir jetzt mal an der Tür lauschen, ob da jemand dran ist.
Lutisana ist einfach durch die Tür hindurch gesplittert mit ihrer Rüstung. Also hat die einfach aufgebrochen. Die hat dann auch nachgegeben. Könnt ihr noch ein paar Bedienstete sehen, die dann sie anstarren, zurückweichen, wenn sie da mit ihrem fahren, irren Blick steht. Sie hat ja auch ein Auge verloren, genauso wie Yalan. Schaut euch an. Wie geht's jetzt weiter? Hinein in den Raum. Sind wir drin? Ja. Okay. Da, oben auf den Sims. Von dort aus geht's runter. Über den schwarzen Berg. Na gut. Nehmt mich mit. Ihn auch? Ich nicke zu dem Zwerg. Ich komm mit. Ich begleite Lutisana. Abgemacht. Vorwärts. Mir egal, wohin sie geht. Ich folge ihr überall hin. Falls ihr Panzerhandschuhe habt, zieht sie an. Das Aquädukt ist scharf, kantig. Die habe ich dabei. Ich würde dir mal auch meine Panzerhandschuhe anziehen, diese Kettenhandschuhe anziehen, wie auch immer, wie die aussehen. Rammel hält sich den Boden um. Während der Rest sich an den Abstieg macht. So geht es den Felsen hinunter. Zusammen mit Lutisana und dem kleinen Zwerg, der ihr immer auf den Spuren folgt, bis ihr am Streitwagen steht. Damit kommen wir raus. Die Wache am Nordtor weiß, dass das Tor zu öffnen ist, sobald der Wagen ankommt. Wir müssen uns alle ein wenig quetschen, aber es müsste passen, wenn wir keine Kämpfe machen auf dem Wagen. Ich schwing mich auf mein Pferd, ihr fahrt. Ich? Na gut. Wo habt ihr euren Streitwagenfahrer gelassen? Fragt nicht. Na gut. Gut. Haltet euch immer geradeaus, bleibt nicht zurück, wenn jemand runterfällt. Wir können es uns nicht leisten, das Tor zu verpassen. Also das Banner notfalls etwas hoch, falls die euch nicht gleich erkennen. Ihr steigt auf den Streitwagen und Lutisana nimmt die Zügel in die Hand, du steigst auf dein eigenes Pferd. Ihr müsst euch ein bisschen quetschen, jetzt wenn Kratos auch noch mit fährt, der eigentlich nicht eingeplant war. Nimmst du noch einen zweiten auf dein Pferd, Yalan? Ich würde Ömer mitnehmen. Ja, dann wird Ömer mit draufsteigen und sich an dir festhalten. Den Bogen selbst umgehangen, nicht schussbereit gerade. Spann den Stein lieber vielleicht. Neue Sehne können wir dir immer noch kaufen. Was soll ich? Den Bogen spannen. Der ist gespannt, ich habe den Bogen umgehangen. Nee, sorry, weil du sagtest, nicht schussbereit. Genau, der ist nicht schussbereit, weil ich ihn umgehangen habe. Ich müsste den Bogen sozusagen erst über den Kopf und am rechten Arm dran sozusagen vorbeiziehen, damit ich ihn sozusagen dann ganz in den Händen halten kann zum Schießen. Ja, das geht ja. Gut. Wieder einmal rumpelt ihr über die schwarzen Straßen, Rauch, der an euch vorbeidringt. Die Wachen, die abgestellt waren, interessiert das alles nicht. Die übergeben euch, wie gesagt, einfach den Streitwagen und kümmern sich nicht um den Rest. Rumpelt ihr über dann das Schwarzstoffwerk, die Straßen nach oben in Richtung Magram-Feld und könnt dann vor euch sehen das Sichelstiegtor. Wenn ihr euer Banner hisst, das Banner der Dunkelsteine, was ihr natürlich sorgsam eingeplant habt. Ich wecke meine Lanze in die Luft, an der das Banner dran ist, die war ja zur Parade noch fertig. Ja, das Tor wird geräumt, ihr könnt auch erkennen, wie ein paar Bauern grob und unsanft in den Dreck gedrückt werden, einige Wagen, die beiseite geschoben werden. Hinter euch, der gesamte Palast ist in Alarmbereitschaft, weitere Banner, die ausgeschickt werden, ihr könnt überall um euch herum Bewegung hören, als ob sich die ganze Stadt bewegt, das schlagende Herz von Yol'Gurmak, was immer noch um euch herum dröhnt, in euren Ohren und vor allem Yalan, der ein bisschen fahrigen Blick hat, immer noch du weißt um die Schrecken, vor allem um die Schrecken in den verlassenen Bezirken, da wo die direkten Niederhöllen sich eingebrannt haben in das Herz von Aventurien, mit mehreren Pforten in die Niederhöllen. Könnt ihr auf dem staubigen, sandigen, ausgetretenen, matschigen Weg in Richtung Norden reiten. Hinter euch geht das Tor rumpelnd zu. Weitere Alarmsignale, die ihr hören könnt. Asquarath, die ihr halten, die ausschwärmen, die schwarzen, brennenden Greifen mit ihren Federn steigen in die Lüfte. Ihr könnt noch einige Gargülen erkennen aus Stein, die Kreaturen, die sich dann in den schwarzen Himmel gedreht haben. Und jetzt ihre Patrouillen beginnen. Yalan, du weißt, wie viele Abertausende Kotongis jetzt in der Stadt sich bereit machen, mit nach euch zu suchen. Klappe meine Augen, klappe wieder runter. Blicke nochmal zu meinen Kameraden und ich nehme an, wir werden noch eine Weile weiter galoppieren, bevor wir uns sicher genug fühlen, auf ein bequemeres Tempo runterzugehen. Zumindest dieser Teil des Plans hat funktioniert, überraschenderweise. Aber auch nur wegen mir.
Was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid? Wir sind DKGA. So ein idiotisch... Ich weiß nicht, was euch da eingefallen ist, einfach so in den Palast zu gehen. Was wolltet ihr überhaupt mit diesem beschissenen Stab? Ich brauch den Stab, um die Gotongis zu kontrollieren. Ist die Gotongis, das wirklich wert? Die mussten die Gotongis loswerden, um Udalberts Kragen zu entfernen. Wisst ihr jetzt eigentlich, was sie mit Dexter Nemrod machen? Der hat sich bestimmt vorbereitet, um hier rauszukommen. Er hat sich auch schließlich vorbereitet, um hier reinzukommen. Keine Ahnung. Also, ich muss die Kagi ja nicht verstehen, aber Hauptsache, ihr bringt mich hier weg. Keine Sorge, Nemrod ist hier ein falscher 50er. Der taucht immer wieder auf. Ich will die totale Absolution haben. Dafür bin ich bereit, euch Geheimnisse zu verraten. Das kann nur Dexter Nemrod oder noch höhere Stellen. Das kann ich nicht versprechen, aber ich bin bereit, in eurem Namen zu verhandeln. Bringt mich einfach nach Pereine Furten oder. Das ist, glaube ich, das Sinnvollste. Gut, nachdem wir gefahren haben, ist das Mindeste, was wir tun können. Welche Brücke nehmen wir? Ist Kleinbadstein sicher? Meines Wissens schon. Sicher genug. Gut. Jetzt kommt man an der Galerienbrecher vorbei und dann nach Norden. War Kleinbadstein nicht dieses Ding mit den Rondrianern? Ja. Man schaut mal kurz so, seid ihr da sicher? Man schaut dann so Richtung Lutizana, wenn ihr in hinter der Rondrianer fallen würdet? Ganz bestimmt nicht. Die Rondrianer werden wir umbringen. Dann können wir da nicht hin. Erstmal nach Norden, weiter auf der Straße. Was wollt ihr als Hohenarche? Übernachten. Einen Kameraden abholen. Übernachten? Ich glaube, wir werden die Nacht durchreiten dürfen. Dämonen haben keine Ausdauer oder müssen nicht schlafen. Wir müssen unsere restliche Ausrüstung abholen. Nein, müssen wir nicht. Wir reiten weiter. Wir sollten unsere Ausrüstung abholen dort. Vor allem, kommt doch sowieso daran vorbei. Noch etwas lebende Ausrüstung dabei ist. Und vor allen Dingen, weil wir auch kein Essen haben. Wir werden wohl kaum mit einem langsamen und störrischen Esel die Reise bestreiten. Ragnar wird zurechtkommen. Ich dachte eher an den Zwerg. Ich dachte eher daran, dass jeder seine wichtigsten Sachen nimmt, wie zum Beispiel deinen Rucksack auf dem Rücken. Meine Forderung ist nicht weit, ihr werdet keinen Rucksack brauchen. Also, aber wir müssen ich werde da abspringen. Denn wir reiten sowieso daran vorbei. Es dauert keine 2 Minuten, um unsere Ausrüstung zu holen. Das sollte reichen. Nun gut, dann mal los. Wenn es dort eine Falle erwartet, gebe ich euch die Schuld. Dann sind wir alle tot, dann habt ihr auch nicht mehr die Zeit, uns die Schuld zu geben. Wir sind schon aus schwierigeren Dingern wieder rausgekommen. Wieder richtig. Die Zeit vergeht schleichend, schleppend. Zäh wie Öl. Der Himmel über euch nimmt wieder eine nicht gesunde Farbe an, aber zumindest ist er nicht mehr schwarz und ihr könnt erkennen, dass ihr wohl irgendwann in der frühen Morgenstunde aufgebrochen seid. Ihr hattet komplett die Orientierung verloren, immer nur mit diesen 8 Stunden Zeiteinheiten zu rechnen. Die Sonne geht bald auf an einem grauen Himmel. Es ist immer noch ziemlich kalt. Und die Wolken künden von Regen, die Straßen unter euch sind schlammig, bis ihr dann nach einer endlos langen Reise an der Dämonenarche ankommt. Vor euch könnt ihr sehen, wenn ihr den kleinen Hügel aufblickt, da wo ihr schon einmal genächtigt habt, wie dort der Esel steht. Die merkwürdigen Sachen, die da der Zwerg aufgeladen hattet. Ein Esel, die anderen beiden von Ragnar fehlen. Und Ignar, der dort sitzt, draußen auf einem der Stühle mit einem Zwergenbier in der Hand. Als ihr dann den kleinen Berg hochrumpelt.